Leute, was macht ihr denn hier draußen? Was, ihr habt eine Frage? Was das Wichtigste in einem Video ist, soll ich erklären? Und was Stock-Footage damit zu tun hat, am besten auch gleich? Ja, kann ich mal gucken. Ja, sieht gerade zeitlich ganz gut bei mir aus, ja. Ja, kann ich machen. Ja, okay, ist drin. Okay, Leute, also. Ich hoffe, die Vögel sind nicht viel zu laut gerade und ich hoffe auch, der Wind stört den Ton nicht. Also ohne Jokes jetzt, warum ist denn jetzt Story das absolut Wichtigste in Film, Videos, komplett egal? Das will ich jetzt erstmal klären und dann auch noch, warum ich ab jetzt Werbung hier oben, ich hoffe, dass es jetzt die Ecke ist. Auf jeden Fall in einer der Ecken oben steht jetzt Werbung. Das liegt daran, dass dieses Video von ArtGrid gesponsert ist. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, denn ArtList hat auch schon mal ein Video von mir gesponsert. Das ist auch die Plattform, von der ich die meiste meiner Musik bekomme. Die ist auch eigentlich unten immer in der Videobeschreibung verlinkt. Da geht es im Endeffekt einfach darum, coole Musik für eure Videos zu holen. Und bei ArtGrid, ist natürlich von denselben Machern, geht es einfach darum, wie ihr euch cooles Footage für eure Filme besorgen könnt. Warum das halt wichtig ist, wie das genau funktioniert und warum ArtGrid wirklich dafür einfach mega cool ist, das will ich halt heute in diesem Video erklären. Ich will erstmal nochmal vorab sagen, vielen Dank an ArtGrid, dass ihr das Video überhaupt sponsert. Ich benutze wirklich ArtList auch schon sehr lange. ArtGrid ist jetzt ein neuer Service von denen, dass sie mich einfach fragen, ob ich euch was darüber erzählen kann und ich euch das zeigen kann, finde ich einfach sehr cool. Und jetzt geht's erstmal los. Also warum ist Story das Wichtigste? Ich weiß, es gibt viele Videos, die darüber erzählen, warum Story wichtig ist und man kann es vielleicht auch gar nicht mehr hören. Man denkt sich so, boah Bruder, ich will einfach noch irgendwelche coolen Shots machen, so laber mich nicht voll mit Story. Und genau das ist auch eine Sache, an der ich selber auch noch extrem viel arbeiten muss. Bei Storytelling in Film oder Videos, ganz egal, geht es jetzt nicht nur darum zu sagen, okay, wie ist der Dialog, wer ist der Held in der Geschichte, das ist nicht nur Story. Story ist auch, machen die Bilder, die aneinandergereiht werden, überhaupt Sinn? Macht das Sinn, dass ich erst die Tür aufmache, dann laufe ich hoch, dann schließe ich auf und dann komme ich in die Wohnung? Das ist auch eine Story. Natürlich ist das jetzt keine Blockbuster-Story, aber das macht Sinn. Und Story geht eben auch über diesen Teil mit Dialog zum Beispiel einfach weit hinaus. Nämlich zum Beispiel, was zeigt man den Zuschauern, wie zeigt man es dem Zuschauer, in welcher Form wird das dargestellt, durch Musik oder Farben kann man auch die Stimmung so krass verändern von einem Video. Es ist viel wichtiger, was ihr fotografiert, als mit was ihr fotografiert. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man gerade am Anfang erstmal verstehen muss, dass es einfach viel wichtiger ist, was für ein Gefühl dabei entsteht oder ob ihr jetzt eine A6300 oder eine A6000 oder eine A6500 oder die Nikon DX24C benutzt. Das ist nicht der relevante Punkt und deswegen ist Story genauso wichtig. Zum Beispiel selbst in einem Cinematic Part, wo es ja mainly eigentlich auch nur um die Bilder geht, ist trotzdem da auch Story wichtig und das habe ich auch bei Felix gelernt, welche Bilder aneinandergereiht wurden. Okay, wie zeigen wir dem Zuschauer den Weg von A nach B? Das ist auch Story. Ich hoffe, jetzt konnte ich euch schon mal ganz grob sagen, warum Story so wichtig ist. Jetzt kommen wir nämlich zur zweiten Frage, nämlich wie euch Stock-Footage, also das, was ArtGrid anbietet, euch dabei helfen kann, eure Story besser und überzeugender zu erzählen. Kommen wir also jetzt zu dem Punkt, inwiefern euch Stock-Footage allgemein dabei helfen kann. Bevor ich euch da mehr zu sagen kann, muss ich einmal ganz kurz eine kleine Story erzählen. Ich bin letztes Jahr im Oktober 2018 ungefähr die Strecke von Köln nach Berlin in einer 2-Tages-Tour mit dem Motorrad gefahren. Ich bin also durch extrem viele kleine Städte gefahren, durch Wälder, hab halt mega viel gesehen, über richtig viele Straßen und irgendwann, als ich im Harz in den Bergen angekommen bin, ist da gerade an der Straße so richtig krass die Sonne untergegangen und da bin ich halt stehen geblieben mit meinem Bike und in dem Moment habe ich einfach realisiert, dass ich halt so wenig wie möglich von solchen Momenten in meinem Leben verpassen will, wie es so geht. You see what I just did there? Okay, wenn nicht, dann erklär es jetzt nochmal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Paul im Schnitt da gerade Stock-Footage drüber gehauen hat. Wer hätte es denn gedacht? Gar kein Problem, Paul. Habe ich doch natürlich auch einfach gerne gemacht. Weil du beim nächsten Mal noch einfach darauf achten kannst, dass der Ton nicht komplett weg ist und man irgendwie 15 Stunden gefühlt in der Postproduktion braucht, um den zu retten, dann wäre ich auch sehr dankbar. Vielen Dank, Dankeschön. Viel Spaß weiter beim Zuschauen. Bilder, die ich natürlich einfach sonst nie gehabt hätte, aber die einfach meine Geschichte voll unterstützt haben. Ihr konntet euch so wahrscheinlich viel besser vorstellen, was ich vielleicht ungefähr gemeint habe. Sage ich mal, ihr dreht jetzt einen Kurzfilm für Filmfestival oder das ist Teil einer Kampagne oder was irgendwo auch außerhalb von eurer Festplatte veröffentlicht wird. Und in dem Film soll es halt eine Szene geben, wie ein Charakter zum Beispiel von A nach B abends am Sonnenuntergang fliegt. Und das würde natürlich komplett euer Budget sprengen, jetzt irgendwie zum Flughafen zu fahren und irgendwie eine krasse Aufnahme von einem startenden Flugzeug im Sonnenuntergang zu kriegen. Und genau dafür gibt es Stock-Footage. Also Footage, was ihr euch jetzt kaufen könnt, wo halt ein Flugzeug startet, damit ihr eure Geschichte besser erzählen könnt, damit der Zuschauer besser versteht, ah okay, der ist jetzt dahin geflogen, das kann man jetzt auch weiterspielen, sag ich jetzt mal, in einem Musikvideo, das wäre einfach mega cool, einen Shot zu haben von, I don't know, einem Astronauten, der halt so vor der Welt fliegt.
Jetzt einfach mal ganz davon abgesehen, dass sowas zu filmen natürlich völlig unmöglich ist, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass weder ich noch du dir jemanden leisten kannst, der sowas auf einem CGI-Level animiert. Aber es wäre vielleicht einfach ein mega geiler Shot, genau den zu haben. Mit Stock-Footage könnt ihr also einfach eure Geschichte flüssiger erzählen, besser unterstützen, Bilder euch reinholen, die ihr sonst gar nicht haben könntet, weil das vielleicht euer Budget sprengt oder ihr einfach gar nicht die technischen Mittel zur Verfügung habt, um solche Bilder euch jetzt reinzuholen. Und normalerweise sagt ihr jetzt vielleicht, okay, ja klar, wäre es cool, einen Drone-Shot von New York einfach für meinen Imagefilm zu haben, aber sowas zu lizenzieren wird halt richtig, richtig teuer. Und genau an der Stelle kommt jetzt Artgrid ins Spiel. Und um euch jetzt zu erklären, warum Artgrid da genauso geil ist, dafür wechseln wir jetzt einfach nochmal die Location. Okay Leute, also, was macht Artgrid jetzt so besonders und wie hilft euch Artgrid sozusagen dabei bei der ganzen Geschichte? Also, Artgrid bietet ja wie gesagt genau dieses Stock-Footage an, aber auch nicht irgendwie und nicht irgendwelches Stock-Footage, sondern es ist wirklich per Hand ausgesucht, handpicked eben. Und ihr könnt genau sehen, okay, welche Filmmaker haben welches Footage hochgeladen und einfach so ziemlich jeder Shot, ihr könnt ja mal auf die Website draufgehen, so ziemlich jeder Shot, wenn du dir das anguckst, du denkst einfach nur so, okay krass, ich brauche diesen Shot irgendwie in meinem Video. Also ich habe das durchgeschaut und es ist wirklich eine Auswahl dabei. Es ist eben in Slow Motion eine Aufnahme von einer Mango, die aufgeht. Ihr könnt ganz genauso aber Frauen vom Stretchen beim Yoga oder eben ein Oldtimer, der durch die Gegend fährt. Alles Mögliche. Und es ist wirklich mega cool aufgebaut. Also du findest auch super schnell die Sachen. Das ist natürlich auf der einen Seite in Travel, People, sowas untergebracht, aber zum Beispiel auch, okay, willst du einen Makro-Shot von irgendwas haben, willst du einen weiten Shot von irgendwas haben, brauchst du einen Menschen, zwei Menschen, brauchst du eine ganze Gruppe von Leuten und so kannst du halt super easy sagen, okay, also ich brauche zum Beispiel Auto, ich brauche wide und ich brauche fast und so kannst du halt super schnell filtern und richtig coole Shots finden. Also allein, was du da für Bilder siehst, denkst, ich könnte mir allein die ganze Zeit nur die Bilder angucken, weil die Sachen sehen einfach krass aus. Ich fand es halt auch super cool, da steht dann auch mit was für einer Kamera wurde das aufgenommen, was für eine Auflösung habt ihr, habt ja teilweise RAW-Footage mit 8K. Wirklich schon richtiges Zucker-Footage. Und es gibt eben verschiedene Modelle, wie man sich da anmelden kann. Und das Krasse ist, wenn ihr euch da anmeldet und dann eben auch Geld dafür bezahlt, könnt ihr das weltweit für jedes Projekt von euch benutzen. Genau wie ihr die Tracks bei Artlist zum Beispiel für euer YouTube-Video oder euer Vimeo-Video, aber eben auch euren Imagefilm benutzen könnt oder eure Kinoproduktion, könnt ihr das bei dem Stock-Footage ganz genauso machen. Wenn ihr die Lizenz dafür erwerbt, könnt ihr eben in dem ein Jahr zum Beispiel, in dem ihr angemeldet seid, das Footage für alles benutzen. Die günstigste Anmeldung kostet zum Beispiel $25 und die teuerste eben 50. Bei der 50 habt ihr dann zum Beispiel Sachen drin, da habt ihr dann eben die Möglichkeit, ihr könnt sowieso auf alles Footage zugreifen, aber da habt ihr dann das Zugang zu ungegradetem 8K RAW-Footage. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, Alter, ich brauche nicht 8K RAW komplett, mir reicht auch 4K oder Full HD reicht mir auch schon. Je nachdem könnt ihr dann eben gucken, auch zu sagen, ey, was brauche ich denn, wie viel Geld möchte ich dafür ausgeben? Und das finde ich schon sehr cool. Alles dazu ist natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt und es ist on top noch so, dass ihr 2 Monate auf eure Anmeldung umsonst draufkriegt, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet. Freut mich natürlich sehr, weil ich kriege dann auch einen kleinen Anteil davon, wenn ihr über meinen Link euch da anmeldet. Also es supportet mich natürlich auch, genau wie bei Artlist, freut mich natürlich. Aber vor allem kriegt ihr noch 2 Monate umsonst oben drauf. Und ich finde das schon sehr, sehr, sehr cool, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Filmmaker gibt, für die das eine Option ist. Ich bin sehr stolz darauf, dass Artlist mich gefragt hat, ob ich auch ein Video dazu machen will. Artgrid meine ich. Moin. Ich bin davon auf jeden Fall überzeugt. Also wenn ihr denkt, dass es eine Option für euch ist oder dass es irgendwie interessant sein könnte oder einfach euren Videos einen Mehrwert geben kann, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Checkt ja die Videobeschreibung auf jeden Fall ab. Ich würde sagen, das war's von mir. Es war mir eine Ehre, dieses Video gemacht zu haben. Schaut auf jeden Fall gerne auch noch bei meinem Instagram vorbei, bei meinen Presets und so weiter. Ihr kennt das alles. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne den Channel. Das war's von mir. Zieht euch das alles rein. Haut rein und peace.